Audiodateien gehören zu den Animationen. Blenden Sie deshalb am besten von vornherein den Animationsbereich ein. Zum Einfügen einer Audiodatei klicken Sie im Register Einfügen auf das Lautsprechersymbol. Das Symbol, nicht den kleinen Pfeil darunter. Suchen und doppelklicken Sie die gewünschte Datei. In der Mitte der Folie erscheint nun ein Lautsprechersymbol samt Steuerungsleiste. Die Leiste verschwindet, sobald Sie neben den Lautsprecher klicken, erscheint aber wieder, wann immer Sie auf ihn zeigen. Um die Audiodatei in der Normalansicht zum Test abzuspielen, klicken Sie auf das Dreieck, das sich im selben Moment in das Pausensymbol verwandelt. Zum Stoppen klicken Sie auf das Pausensymbol. Sobald Sie an eine bestimmte Position klicken, spielt PowerPoint die Audiodatei ab dieser Position. Im Präsentationsmodus sieht die Folie so aus. Auch hier erscheint eine Steuerungsleiste, sobald Sie auf den Lautsprecher zeigen. Zum Abspielen klicken Sie wie gehabt auf das Dreieck. Enthält die Folie bereits andere Objekte mit Animationseffekten, reiht sich der neu eingefügte Sound ganz unten ein. Per Voreinstellung müssen Sie das Lautsprechersymbol, wie eben gesehen, im Präsentationsmodus anklicken, um die Audiodatei abzuspielen. Sobald Sie aber im Animationsbereich den Audioeffekt zwischen zwei andere Effekte ziehen, ändert PowerPoint den Auslösemechanismus. Das Audioobjekt ist nun Teil einer Klickreihenfolge geworden, in diesem Beispiel zur Nummer 2 von insgesamt 3 Effekten. Was tun, wenn die Folie nur diesen einen Audioeffekt enthält, den Sie aber im Präsentationsmodus nicht durch Klick auf das Symbol, sondern einen ganz gewöhnlichen Linksklick bzw. Tastendruck auslösen möchten? So geht's. Klicken Sie den Effekt mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Anzeigedauer. Wählen Sie die Variante Animation als Teil der Klickreihenfolge und klicken Sie abschließend auf OK.